Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns mal die Beagle Kamera Version 2 an. Ist es eine Alternative für den Raspberry Pi und welche sind die Unterschiede zur Vorgängerversion? Das alles schauen wir uns in diesem Video mal an. Da ich das Ganze kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe, werde ich dieses Video natürlich wieder als Werbung deklarieren. Aber ihr könnt euch wie immer sicher sein, dass das meine ehrliche persönliche Meinung zu diesem Produkt werden wird. Also legen wir los. Schauen wir uns mal den Lieferumfang an. Das USB-Kabel hier, das lag noch einzeln mit in dem Karton drin. Und hier auch wieder ein normales gerades. Ich hätte mir immer hier gerne ein abgewinkeltes gewünscht. Gerade für unsere 3D-Drucker wäre abgewinkelt von Vorteil. In dem Karton von der Beagle Kamera Version 2 sehen wir als erstes hier wieder so ein paar komische Aufkleber von Hunden. Das irritiert mich immer ein bisschen. Was hat ein Hund mit der Kamera zu tun? Dann die Beagle Kamera Version 2. Auch hier so ein kleines Handbuch, aber leider Gottes alles komplett in Englisch. Genau, und schauen wir uns das nächstes Mal die eigentliche Kamera an. Die sieht jetzt doch so ein bisschen anders aus. Mehr rechteckig, nicht mehr diese längliche Form, die aussah wie ein Hundekopf. Dann haben wir hier einmal den USB-A-Anschluss, USB-C und ein MicroSD-Kartenslot und scheint wirklich so zu sein, als wenn da schon eine MicroSD-Karte drin wäre. Ja, tatsächlich. Schauen wir mal, wie groß die ist. Wir haben hier eine 32 GB MicroSD-Karte schon dabei. Das ist wirklich wieder wunderbar. Dass hier sowas schon dabei ist, brauche ich nicht mich nochmal extra darum kümmern und kann sofort loslegen. Dann gucken wir uns das weitere Zubehör mal an. Ja, das war alles hier ein bisschen komisch verpackt. Ich dachte, man könnte das rausnehmen, das Teil einzeln, aber ist nicht. Das ist alles so ineinander verschachtelt und eingefaltet. Naja, dann kramen wir das Ganze jetzt mal hier raus. Kabel, Netzteil. Hier haben wir doch nochmal so ein kleines Stativ und nochmal ein Kabel. Also erstmal hier das Netzteil. Gucken wir uns das auch mal genauer an. Ja, 5 Watt hat das. Und dann haben wir hier das USB-C auf A-Kabel. Das dient jetzt hier lediglich zur Stromversorgung für unsere BeagleCam. Und dann haben wir nämlich noch ein USB-A auf Micro-USB-Kabel. Dieses Kabel soll dafür gedacht sein, um die Daten von meiner Kamera jetzt über diesen USB-Port herunterzuladen. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Gelenkkopf für unser Stativ. Und das macht einen sehr, 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 sehr billigen Eindruck. Also da... weiß es nicht. Naja, es erfüllt seinen Zweck, aber absolut billigstes Plastik. Der Kugelkopf hier oben, der Gelenkkopf, der ist nur sehr stabil, auch teilweise Metall, der macht also einen sehr soliden Eindruck, nur das Stativ selber, das ist gar nichts. Aber das Gute ist, diese Kamera hat ein normales Stativgewinde, wie wir sehen können. Wir können also auch ein anderes normales Stativ benutzen, müssen nicht unbedingt das hier nehmen, das ist schon mal gut. Und naja, dann kann ich jetzt also rein. Wie man schon sieht hier, das Stativ, also so am Nachgeben, so am Federn, das hält nicht viel. Aber naja, besser eins dabei als gar keins. Das war jetzt erstmal der Lieferumfang. Jetzt werden wir das Ganze mal in Betrieb nehmen. Als erstes schließen wir unsere Stromverbindung an. Da haben wir hier unser USB-Netzteil. Da kommt halt unser USB-A-Stecker rein. Und die andere Seite mit dem USB-C-Anschluss. Und der Anschluss ist hier auf der linken Seite, wenn man die Kamera von vorne anschaut. Direkt neben dem MicroSD-Kartenslot. Und dann werden wir das Ganze jetzt mal mit Strom versorgen und in Betrieb nehmen. Sobald wir die Kamera mit dem Strom verbunden haben, fangen jetzt auch schon mal an, die LEDs zu leuchten. Erstmal geht die rote LED an, sodass sie auf jeden Fall schon mal betriebsbereit ist. Und dann fängt diese grüne Leuchte an zu leuchten. Und dann... ja, jetzt ist alles bereit für die Verbindung. Jetzt können wir unsere App installieren und starten und uns mit der Kamera verbinden. Das machen wir jetzt mal. Während ich die Kamera schon mal mit Strom verbunden habe, habe ich nach der App BeagleePrint gesucht und das Ganze installiert. In meinem Fall war das schon erledigt von der Vorgängerversion der Kamera. Nun warten wir auf die Kamera. Nun können wir die App starten und uns mit der Kamera verbinden. Wenn man erstmalig so eine Kamera hat, muss man sich einen Account anlegen und sich dort auch registrieren. In meinem Fall war das erledigt, da ich schon einen Account hatte. Um meine neue Kamera hinzuzufügen, drücke ich rechts oben auf das Plus-Symbol
und dann auf den Button App Configuration. Und dann können wir unten natürlich anklicken, Yes, I hear the voice. Wir haben die Stimme also gerade gehört von der Kamera und gehen jetzt auf Next. Die Standortinformation habe ich mal verweigert, aber es ging trotzdem weiter. Jetzt muss ich hier natürlich mein WLAN eingeben, den Namen des WLANs und auch das Passwort von meinem WLAN, damit sich die Kamera jetzt mit meinem WLAN verbinden kann. Dann muss ich mich als nächstes jetzt mal mit GoToSettings-Interface mich direkt mit der BeagleCam verbinden. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann sehen wir auch schon hier BeagleCam. Und da gebe ich jetzt das vorgegebene Passwort rein, 01234567, verbinde mich und siehe da, ich habe mich jetzt direkt mit der Kamera verbunden. Hat also funktioniert. In dem nächsten Fenster bestätigen wir auch, dass wir uns jetzt mit der Kamera verbunden haben und warten auf die konstante Verbindung mit unserem WLAN. Das sieht man jetzt hier an diesem Kreis, der die Sekunden rückwärts zählt und das dauert ein Momentchen. Successfully connected to the Wi-Fi. Wenn wir das jetzt von der Kamera hören, hat soweit alles ordnungsgemäß funktioniert und die Kamera hat sich verbunden. Es dauert jetzt trotzdem noch einen Moment, er zählt weiter die Sekunden runter, aber irgendwann sehen wir dann halt unseren Bildschirm. Und hier die zweite Kamera jetzt, die BeagleCam V2 online. Ich habe natürlich dann sofort probiert, ob die Kamera funktioniert, meine Hand vor das Objektiv gehalten und es hat nichts funktioniert. Die Kamera hat kein Bild gebraucht. Und jetzt sehen wir auch schon mal eine kurze Unterbrechung wieder, dann war das Bild wieder da, aber meine Hand war nicht zu sehen. Also habe ich dann die Kamera und die App nochmal neu gestartet und dann funktionierte auch alles einwandfrei. Das heißt, war so irgendwo ein kleiner Hänger im System oder Installationsroutine. Jetzt funktioniert die Kamera, zwar ein bisschen zeitverzögert, aber sie zeigt alles an. Nun die Kamera mit dem Drucker verbinden, das geht alles auch ganz einfach. Das mitgelieferte USB-Kabel direkt jetzt an unseren Drucker anschließen und das andere Ende halt mit unserer Kamera verbinden. Dann die Kamera noch ein bisschen ausrichten. Das funktioniert ganz gut, wenn man sich die App zu Hilfe nimmt und damit den Kameraausschnitt kontrolliert. Ich habe dann direkt rechts oben auf Connect gedrückt. Ist natürlich nichts passiert, weil ich noch keinen Drucker eingerichtet hatte. Also dann nochmal rechts unten auf dieses kleine Zahnrad-Symbol klicken. Und dann hier bei Brand, da suche ich jetzt meinen Drucker aus. In dem Fall ist es jetzt ein Gitech Misa S. Der ist auch direkt vorhanden. Und in dem Moment, wo ich den ausgewählt habe und dann auf Save klicke, hat er sich auch schon verbunden. Wie wir sehen, Verbindung erfolgreich. Und dann habe ich natürlich probiert, ob alles einwandfrei funktioniert. Also erstmal die Achsen auf Home-Position fahren. Einfach auf dieses kleine Häuschen hier links mittig klicken. Und wie wir sehen, es funktioniert. Er fährt X und Y auf 0. Dann habe ich das Ganze nochmal mit der Z-Achse gemacht, weil das hier getrennt ist, das Häuschen rechts daneben. Und auch das funktionierte einwandfrei. Also die Verbindung war schon mal vorhanden und funktioniert ohne Probleme. Wenn wir in der App rechts oben auf das Zahnrad klicken und dann auf Kamerainformationen, dann sehen wir die IP-Adresse, mit der die Kamera jetzt in unserem Netzwerk ist. Diese können wir dann in unserem Browserfenster eingeben und bekommen dieses Fenster hier. Das Standardpasswort ist, wie es hier auch steht, Admin. Und schon sind wir auf der Oberfläche unserer Kamera. Die gucken wir uns jetzt auch schon mal ein bisschen genauer an. Also hier haben wir unser ganzes Steuerungsfeld in dem ersten Tab. Dann haben wir hier in dem zweiten Tab Temperaturkurve, im dritten Tab unsere Dateiliste. Dann hier Timelapse-Videos, 2D, 3D-Anschauung und dann halt nochmal G-Code anschauen und nochmal die ganzen Settings. Da schauen wir jetzt mal ganz oben auf Sprache. Da lässt sich leider nur Englisch einstellen, schade. Die anderen Einstellungen hier habe ich erstmal alle so gelassen, wie sie sind und nichts geändert. Einzig jetzt mal bei Firmware-Update nachgeschaut. Ja, das war auf dem allerneuesten Stand. Also dachte ich mir, jetzt können wir loslegen. Für meinen ersten Druck habe ich in Cura dann einfach mal so ein Bauteil geslicet, ist abgespeichert. Die G-Code-Datei können wir dann einfach per Drag-and-Drop in das Browserfenster der Kamera ziehen. Allerdings muss man darauf achten, dass man das genau über diesen grünen Upload-Button wieder loslässt. Sonst funktioniert das nicht. Und das dauert natürlich sehr, sehr lange, deswegen mal hier ein kurzer Schnitt. Aber dann haben wir unsere Datei in der File-List vorhanden. Und dann habe ich nochmal kurz geguckt, ob es irgendwelche andere Anzeigemodi hier gibt für unsere Dateien, aber leider nein. Dann mal kurz in die Temperaturkurve rein und dann konnte ich jetzt hier auf jeden Fall schon mal meine Vorwärmtemperatur für PLA hier auf 180 Grad einstellen und auch schon mal die Betttemperatur eben auf 60 Grad einstellen, sodass wir den Drucker schon mal vorheizen können. Lässt sich also sehr gut hier über die App steuern. Dann wieder zurück zu unserer Dateiliste. Da können wir hier einmal den G-Code herunterladen. Hiermit können wir den löschen. Und hier können wir den laden. Was auch immer das bedeuten soll, das hat erstmal nichts gemacht. Aber der nächste Button erklärt es dann.
Der macht nämlich dann beides zusammen. Ich kann diesen G-Code nämlich dann laden und direkt drucken. Das heißt, ich muss den G-Code also laden, bevor ich ihn drucken kann. Und das mache ich mit dem rechten Button jetzt in einem Ablauf. Also anklicken, laden und drucken. Links kommt eben diese Meldung, dass das erfolgreich war. Und wenn er dann Düse und Druckbett alles komplett vorgeheizt hat, legt er auch schon direkt los mit dem Druck. Und da standardmäßig auch direkt die Timelapse-Aufnahme aktiviert ist, schauen wir uns das Ganze mal an. Und das sieht gar nicht mal schlecht aus. Die Düse ohne irgendwelche speziellen Einstellungen bleibt immer so auf der Stelle stehen in dem Video. Das sieht recht interessant aus. Also hier scheint wirklich die BeagleCam den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, ohne dass ich jetzt was einstellen muss oder meinen G-Code ändern muss. Das gefällt mir gut und das kann man definitiv im Hintergrund immer mitlaufen lassen. Die Einstellungen für diese Timelapse, also Zeitraffer-Videos, findet man hier unter Settings Timelapse-Video. Standardmäßig ist hier dieses normale Timelapse-Video aktiviert mit H264-Codec, 15 Bilder pro Sekunde und dann alle 5 Sekunden ist hier eingestellt. Aber wie wir sehen, ist das doch irgendwie, läuft das ein bisschen anders. Es gibt natürlich hier sehr viele Einstellungen. Man kann hier einstellen, dass er einfach jetzt aus dem Bereich immer rausfährt. Dann hat man hier dieses Clean Timelapse Video, dann fährt die Düse also immer in eine Warteposition und hier gibt es auch viele Möglichkeiten, das alles einzustellen. In meinem Fall hat das nicht so gut funktioniert, wie man hier gut sehen kann, denn er hat mein Bauteil versaut ab dem Moment, wo er in die Warteposition gefahren ist. Ich habe hier einen dicken, fetten Rand an der Z-Naht. Also hier müsste man wahrscheinlich noch sehr viel Fleißarbeit in die Einstellungen stecken, um gute Ergebnisse zu erzielen. Also bleibe ich hier lieber auf meinen normalen Timelapse-Videos. Dann gibt es noch diese Beagle UV-Timelapse-Videos. Die sind halt für diese Resign-Drucker gemacht worden, damit ich auch damit Timelapse-Videos machen kann. Dann habe ich nochmal die normale Timer-Video-Funktion, die ist auch wirklich sehr interessant. Ich kann nämlich Zeitraffer-Videoaufnahmen machen, ganz ohne 3D-Drucker. Also die Kamera wirklich nur mit einer Powerbank verbinden, ich habe das getestet. Und dann kann man solche Aufnahmen machen, wie man zum Beispiel jetzt hier rechts bei der Blume sieht auf deren Homepage. Und hier generell nochmal einen Überblick über die ganzen Zeitraffer-Modi. Und wer auf das ganze Zeug keine Lust hat, kann das natürlich auch einfach ausschalten. Hier bei dem Videocodec steht ja die Information, dass der H264-Codec schlechter sein soll als der MJPEG-Codec, den man hier auch auswählen kann. Ich hatte mit diesem Dateiformat aber sehr viele Probleme. Ich konnte es unter Windows nicht abspielen und musste es immer aufwendig konvertieren. Das Bild sieht jetzt hier ein bisschen besser und sauberer aus, allerdings habe ich hier auch eine Beleuchtung aufgebaut, um das Ganze ein bisschen besser auszuleuchten. Das trägt natürlich auch schon wieder was zur positiven Bildqualität bei. Also schwierig, man muss das immer für sich ausprobieren, womit man besser zurechtkommt. Kommen wir nun mal zu meinem persönlichen Fazit zu diesem Produkt. Wer schon immer mal mit Octoprint und einem Raspberry Pi so seinen Drucker steuern und beobachten wollte, hat hiermit wirklich einen sehr günstigen Einstieg momentan. Denn diese Kamera hier inklusive Druckersteuerung beruht auf diesem Octoprint. Und mit diesen 88 Euro ungefähr momentan ist das doch ein sehr günstiger Einstieg, den man hier hat. Denn wenn wir uns die Preise von Raspberry Pis angucken, die sind immer noch so hoch, das geht gar nicht. Und ich muss ja hier dann auch noch eine Kamera dazu kaufen und ich muss dann auch noch einen Octoprint installieren. Und dann muss ich mir natürlich noch die ganzen Plugins installieren, zum Beispiel um jetzt diese Zeitraffer-Videos aufnehmen zu können. Also in diesem Vergleich ist die Kamera wirklich ein Schnäppchen mit ihren 88 Euro. Aber wir müssen bedenken, es gibt hier auch noch diese günstige Variation, das Vorgängermodell, und das ist natürlich dann auch nochmal erheblich billiger. Also ich kenne momentan keine günstige Version, um in die Druckersteuerung einzusteigen. Die Verbesserungen der BeagleCam V2 sind der manuelle Fokus, den ich vorne an dieser Kameralinse direkt durch Drehen einstellen kann mit der verbesserten Videoauflösung für die Zeitrafferaufnahmen. Dann habe ich an der Kamera auch ein normales Stativgewinde, sodass ich diese auch auf ein normales Stativ schrauben kann. Dann habe ich wesentlich mehr Möglichkeiten, die Kamera richtig zu positionieren, um bessere Zeitrafferaufnahmen machen zu können. Wem das nicht wichtig ist, der kann auch gerne zur Vorgängerversion greifen, denn softwaremäßig scheinen diese vollkommen identisch zu sein. Kommen wir nun mal zu den Sachen, die mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Einmal ist es, dass es nur diese englische Sprache gibt. Hier hätte ich gerne doch die Möglichkeit, das Ganze auf Deutsch einzustellen. Das, was mich auch so ein bisschen gestört hat, war die extrem langsame Datenübertragung. Also es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis die Datei endlich rübergeschickt worden ist. Und ich vermisse auch sehr, dass ich hier für meine G-Code-Dateien keine Forscherbilder habe, die ich einstellen kann. Denn gerade bei so einem System, wo ich ja sehr viele Druckdateien mit managen kann, sagen mir irgendwann mal die Dateinamen nichts mehr. Wir kennen das alle, wir laden irgendwelche Sachen runter mit kryptischen Dateinamen
und nach 2-3 Monaten weiß ich gar nicht mehr, was war das jetzt für eine Datei. Da wäre so ein kleines Vorschaubildchen für die Gecko-Datei sehr, sehr hilfreich. Das ist jetzt auch so ein bisschen der Nachteil dieses geschlossenen Systems. Ich kann hier nicht mal eben Plugin installieren, um halt diese Lücke zu füllen. Und ganz wichtig, ich kann pro Kamera immer nur einen Drucker steuern. Das heißt in der Praxis, wenn ich 2 Drucker habe und ich möchte meinen ersten Drucker mit dieser Kamera steuern, kann ich den wie hier anlegen und abspeichern. Möchte ich die Kamera in meinen anderen Drucker betreiben, muss ich den Drucker, den ich installiert habe, löschen und dann meinen zweiten Drucker installieren und wieder komplett einstellen. Ich kann also keine 2 Drucker-Konfigurationen hinterlegen und dann immer hin und her schalten. Das geht nicht. In der Praxis bedeutet das also, für jeden 3D-Drucker brauche ich eine eigene Kamera, um diesen komfortabel steuern zu können. Hier ist ein Raspberry Pi eindeutig im Vorteil, denn damit kann ich bis zu 4 Drucker gleichzeitig steuern. Und als ich dann tatsächlich dieses Datenkabel mal ausprobieren wollte, um die Daten von der Kamera direkt über meinen PC auszulesen, habe ich gemerkt, der passt überhaupt nicht, der Micro-USB-Stecker. Dann habe ich mir das Ganze nämlich mal ein bisschen genauer angeschaut und festgestellt, das ist ein USB-C-Anschluss. Dann habe ich natürlich das beiliegende USB-C-Kabel benutzt, was wir normalerweise für unsere Stromversorgung benutzen. Das passte zwar auch hervorragend, aber ich hatte damit keine Datenverbindung. Dieses Kabel ist also nur zur Stromversorgung. Also, warum legt man hier ein falsches Kabel dabei, welches ich nicht benutzen kann? Das war es aber auch schon mit den Nachteilen. Wie gesagt, so hat man hier mit dieser Kamera einen sehr günstigen Einstieg in die Druckersteuerung inklusive Kamera für Zeitraffer-Videos und Beobachtung. Das kann ich ganz einfach über den Webbrowser machen oder über die App auf dem Smartphone. Das war es dann erstmal wieder für heute. Macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.